So, heute ist es wieder soweit. Die Inflationsdaten aus den USA kommen. Ist es möglich, dass die Märkte nach diesen Inflationsdaten steigen? Absolut möglich. Aber ich will zeigen in diesem Video, dass es dann wahrscheinlich eine gute Verkaufsgelegenheit ist, wenn die Märkte positiv reagieren, wenn wir dann eine Rallye sehen. Warum in diesem Video? Erinnern wir uns an die letzten Inflationsdaten. Die waren heißer als erwartet, höher als erwartet. Die Märkte abverkauft, um dann einen massiven Dreh nach oben zu machen. Es wäre denkbar, dass das spiegelverkehrt heute passiert, nämlich, dass wenn die Inflationszahlen nicht so heiß sein sollte, die Märkte erstmal eine Rallye zaubern, dann aber wieder ein bisschen Probleme bekommen. Spekulation, schauen wir uns zunächst mal die Dinge an, wie sie gelagert sind. Die Erwartung hier bei den heutigen Zahlen zum Vorjahresmonat 8,0%, zum Vormonat 0,6%. Dann wichtig, Kernrate erwartet 6,5% zum Vorjahresmonat und 0,5% zum Vormonat. Jetzt also diese Kennzahlen im Blick halten, schauen wir uns mal den Realtime-Tracker des Cleveland CPIs an, also das, was die Cleveland Fed praktisch an Realtime-Daten erhebt, und da könnte die Zahl mit 0,71% höher ausfallen als erwartet, zum Vormonat ja 0,6% erwartet. Und gerundet würde es zum Vorjahresmonat bei 8,1% reinkommen. Also möglich ist natürlich immer alles, zumal wir eben diese Komponenten auch drin haben, dazu gleich mehr, die so schwer zu berechnen sind. Hier sehen wir die Zahlen der letzten Monate. 9,1 im Juni war der Hochpunkt. Seitdem haben wir 3 Monate in Folge eine fallende Rate zum Vorjahresmonat. Würden wir heute bei 8,0 oder selbst bei 8,1 reinkommen, wäre es der 4. Monat in Folge. Wir sehen also, dass die Dynamik auf jeden Fall ein bisschen raus ist. Das scheint unbestritten. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Märkte? Goldman Sachs sagt, naja, wenn die Zahl über 8,2% wäre, nämlich die Inflationszahl, dann dürfte der S&P 500 mehr als 3% verlieren. Wenn wir bei 8,0 bis 8,2 sind, dürften die Verluste 1-2% sein. Wenn wir bei 7,8 bis 7,9 sind, manche sagen 7,9 sei die Konsensschätzung, dürften wir bis zu 1% steigen, und wenn wir unter 7,8% liegen, dann dürfte der Markt 2% und mehr steigen, so Goldman Sachs. Jetzt schauen wir uns hier nochmal Core CPI an, also die Kernrate, und hier sehen wir, wenn Sie da mal nach unten gucken, Owners Equivalent Rent 31% Gewichtung, also fast ein Drittel, dann haben wir noch Rent 9% Gewichtung, Rent of Primary Residence, das heißt, diese beiden Komponenten sind schon mal 40%, und das Problem ist, dass diese Daten verzögert sind. Da gibt es eine Umfrage, die sozusagen wie so eine Endlosschleife funktioniert, und es dauert 6 bis 9 Monate, bis die Endlosschleife fertig ist, dann wird wieder angefangen, dann hat man alle Daten. Also das bedeutet, dass wir praktisch Daten aus der Vergangenheit hier sehen werden, und das mit einer Gewichtung von Rent und vor allem Owners Equivalent Rent da schon bei 40%, das macht diese ganze Kalkulation so ungemein schwierig. Jetzt hatten wir im September bei Owners Equivalent Rent 0,81% Anstieg, erwartet für heute 0,75%, also diese Owners Equivalent Rent, die wird extrem wichtig, da kann man eigentlich nur würfeln. Das gilt auch dann für die Märkte. Wie haben die reagiert? Wir haben jetzt im letzten Monat ja höhere Zahlen gehabt als erwartet mit 8,2%. Da war die Prognose eigentlich nur 8,1%. Dann hatten wir ja eine massive Rallye im August nochmal, nachdem die Inflation mit 8,5% niedriger ausgefallen ist. Dennoch in der Summe in diesem Jahr ist durchschnittlich beim S&P 500 gibt es einen Verlust an Tagen, wo die Inflationsdaten kommen, von 0,75%. Wir haben ein paar Tage, da sind wir plus 1% und mehr. Zweimal war das der Fall, aber wir haben auch einmal die Situation gehabt, dass wir über 4% abverkauft haben. Also bisher nicht so ein toller Track Record, was die Rezeption der Daten durch den S&P 500 betrifft. Und was der S&P 500 macht, das machen ja dann im Prinzip auch die anderen Märkte. So, jetzt ist natürlich vor allem diese Inflationsgeschichte wichtig mit Hinblick auf die Fed. Das ist ja das, was die Märkte interessiert. Was macht die Fed? Kashkari, der früher ultra dovish war, ist jetzt ultra hawkisch. Irgendwas ist in seinem Gehirn irgendwie passiert. Das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Der sagt also, wir werden alles tun, um die Inflation aufzunehmen.
auf 2% runterzubringen. Böse Zungen sagen, die Fed wird bald ihr Inflationsziel auf 3% anheben. Aber es sind böse Zungen, das sollten Sie natürlich nicht ernst nehmen. Jetzt gibt es viele, viele Anzeichen, dass die US-Wirtschaft schon deutlich abkühlt, dementsprechend die Nachfrage abkühlt, dementsprechend auch die Inflation abkühlt. Also das wäre jetzt nicht allzu erstaunlich und es sieht so aus, als wäre die Fed selbst gespalten. Das haben wir gesehen bei der letzten Fed-Sitzungsstatement, extrem dovish, hawkish, dann absolut der Jerome Powell, der dann richtig den Märkten auf die Nüsse gegeben hat. Und hier sehen wir jemand, der offenkundig in diesem dovischen Lager der Fed ist. Das ist Charlie Evans von der Chicago Fed, der gesagt hat, also wir müssen jetzt mal langsamer machen, wir müssen erstmal abwarten, wir sollten jetzt nicht overtighten, das ist die größte Gefahr jetzt. Also sehr dovische Kommentare. Und Evans auf der anderen Seite, Kashkari, das zeigt so ein bisschen die Lagerbildung innerhalb der Fed. Aber politisch wird es für die Fed wahrscheinlich auch ungemütlich, denn hier schauen Sie mal, was die Fed hier zahlen muss an die Banken, entweder für die Reserves, also für die liquiden Mittel, die da einfach hinterlegt sind, oder für diese Repo-Operations, die praktisch so eine Art Austausch Staatsanleihen als Sicherheit gegen Cash sind. Und hier sehen wir, wie stark diese Summe jetzt immer weiter ansteigt, und wenn die Fed jetzt dann nochmal die Zinsen anhebt, steigt es noch weiter an. Also das geht immer weiter nach oben, je höher die Fed ihre Zinsen anhebt, umso mehr Minus macht sie. Unten sehen wir mal, die macht jetzt pro Woche über 7 Milliarden Minus. Das ist dann durchaus eine Zahl. Mit 7 Milliarden kannst du 2, 3 Schulen bauen, ja, oder 4. Oder kannst in Irak einmarschieren, gell, ein paar Wochen, und dann hast du das wieder raus, wenn du jetzt praktisch bei der Fed umsteuerst. Kleiner Scherz am Rande. Jetzt ist die Frage eben, was machen da eigentlich die Renditen? Und das Erstaunliche ist, dass die Renditen eben nicht mehr steigen. Wir sind jetzt bei 4,10 etwa bei der 10-jährigen US-Anleiherendite, sind so latent in den letzten Tagen nach unten getröpfelt, obwohl eigentlich die Sorge da ist, dass wir heiße Inflationsdaten bekommen. Wir haben jetzt diese Geschichte mit FTX, dieser Kryptobörse, gehabt, und Michael Guy jetzt sagt, ja, also das ist doch die eigentliche Story, dass diese langlaufenden Anleihen nicht mehr auf die Sorgen in Sachen Inflation reagieren, sondern möglicherweise etwas anderes im Blick haben. Wir haben schon diese 11 Zeichen für eine Abkühlung der US-Konjunktur gesehen. Ein 12. könnte man sagen, ist der Energiesektor. Da gibt es ja in den USA das ETF XLE, das praktisch diesen Energiesektor, der hervorragend gelaufen ist, hier abbildet. Und der sieht jetzt topisch aus. Und natürlich ist eine Rezession nicht gut für Energie, nicht gut vor allem für Ölwerte. Und hier ist mal der Vergleich zwischen dem S&P 500, und die grüne Linie ist der XLE. Und wir sehen, dass der auch bei dem letzten Top später seinen Top macht. Das heißt, der S&P 500 macht seinen Top, fällt dann bereits. Energie steigt noch eine Zeit, um dann die Bewegung nachzumachen, die eben dann der S&P 500 macht. Das war im Übrigen auch in der Finanzkrise so. Da ist es richtig gescheppert. Öl nochmal auf 150 Dollar gestiegen, um dann auf 30 Dollar zu fallen. Ich kann ein Lied davon singen, war bei 140 Short. Musste dann mit herben Verlusten abdrücken, um dann zuzuschauen, wie das Ding nach unten kommt und ich mir nicht nochmal die Finger verbrennen wollte. Also so macht jeder seine Erfahrung. Das gilt auch für den Kryptobereich, meine Damen und Herren. Kryptobörse FTX ist ohne Milliardenspritze wohl pleite. Das sagte Bankman-Fried, der Chef von FTX. Der hat gesagt, um liquide zu bleiben, bräuchte man jetzt schnell mal 4 Milliarden Dollar. Man hat einen Fehlbetrag von 8 Milliarden Dollar. Und hier sehen Sie mal den Vergleich in diesem Chart von S&P 500 und Bitcoin. Und da sehen wir, da hat sich der S&P besser gehalten eine Zeit lang als Bitcoin, dass er irgendwie so seitwärts marschierte. Aber da gibt es schon eine gewisse Korrelation. Das scheint zusammenzuhängen. Und das jetzt in der Situation, wo wir diese Turbulenzen haben. Heute geht es wieder nach oben, nachdem wir gestern zwischenzeitlich bei Bitcoin unter die 16.000er Marke gefallen waren, weil Binance gesagt hat, wir wollen jetzt FTX doch nicht kaufen. Wir haben uns die Bücher angeschaut. Das ist uns ein bisschen was zu heiß. Und im Fokus waren ja hier diese Stories mit diesem Krypto-Hedgefund, der dann offenkundig sich verspekuliert hat. Und jetzt gucken Sie mal, welche junge Dame hier die Chefin dieses Krypto-Hedgefunds ist, Alameda
Das ist eine junge Frau, ich würde mal schätzen, die sieht aus wie 15, ungefähr 16, wahrscheinlich ist sie 18 oder 20, das ist also die Chefin. Da hat man sich offenkundig massiv verspekuliert, indem man eben permanent long war in irgendwelchen Kryptos, in irgendwelchen Tokens, das ist nach hinten losgegangen, dadurch Milliardendefizite, die FTX mit Kundengeldern versucht hat zu decken. Und diese Dame ist sozusagen diejenige gewesen, die das zu verantworten hatte, wenn wir jetzt nochmal jetzt die Korrelation anschauen zwischen Aktienmärkten und eben Krypto, dann sehen wir hier, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq so hoch ist wie schon extrem lange nicht mehr. Also das ist jetzt eine sehr deutliche Korrelation. Klar, da ist natürlich auch, sind Verstrickungen da, die hier eine gewisse Rolle spielen. Das sehen wir zum Beispiel in Aktien wie Robinhood, Coinbase, Roblox, wie sie alle heißen. Und wer hat die alle im Depot? Meine zweitbeste Freundin, die Cassie Wood. Gell, gestern einmal 6,5% ist es nach unten gegangen. Und wer vor dem Corona-Crash ARK Innovation schon hatte und nicht verkauft hat, der hat jetzt kein Geld mehr verdient, also wir sind wieder da, wo wir vor dem Corona-Crash waren. Und im letzten Jahr hat Cathie Wood noch ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, nein, nein, Aktien sind nicht in einer Blase, Investors betting against me are off base, also die sind völlig jenseits, die werden ihr blaues Wunder erleben. Naja, das ist nicht passiert, andere haben ihr blaues Wunder erlebt, meine zweitbeste Freundin, und die könnte über den Jordan gehen, wenn das so weitergeht. Eine der gefährdetsten Personen, die andere großgefährdete Person aus meiner Sicht ist Elon Musk, der nicht nur ja mit Twitter sich möglicherweise übernommen hat, sondern dann auch mit seinem Tweet, als er sagte, ja, also ich empfehle die Republikaner zu wählen, weil wir ja schon einen demokratischen Präsidenten haben, wahrscheinlich nicht unbedingt Freunde gemacht hat. Das war vielleicht jetzt nicht so klug. Dann hat nämlich Biden gesagt, ja, das Verhältnis von Musk zu anderen Ländern, das sollten wir mal untersuchen. Und eins darf man ja nicht vergessen, diese ganzen Autopilotunfälle, all diese Geschichten, die bei Tesla möglicherweise auch in Sachen Aktienkurs nicht ganz koscher sind, da ist man sehr, sehr nett gewesen mit diesem Mann, und das könnte sich ändern. Und hier sehen wir mal den Aktienkurs in diesem Chart von Capital.com von Tesla. Da sehen wir hier wunderbare Schulter, Kopf, Schulter, Bums, jetzt Nackenlinie nach unten durch. Das ist viel Fallpotenzial, vor allem wenn wir sehen, woher diese Aktie eigentlich kommt und woher kommen die Märkte. Die haben jetzt eine 9% Rallye absolviert zwischendurch, aber solche Rallyes haben wir immer mal 11% nach oben, dann 17% nach oben, dann 7% nach oben, jetzt 9% nach oben, aber dann ist es immer wieder runtergegangen. Das heißt, wir sind nach wie vor in einer intakten Abwärtsstruktur, darf man nicht vergessen. Wir haben die Housing-Probleme, das wird sich erst durch die Ökonomie fressen. Wir haben die Earnings-Thematik, dass also die Gewinne der Unternehmen zurückgehen werden. All das muss möglicherweise noch bepreist werden, wurde aber nicht bepreist, etwa vom Dow Jones, der profitierte von dieser Flucht aus Tech in Value. Da sehen wir, dass wir jetzt eine wichtige Trendlinie kurzfristig sogar überstoßen haben, also eine Art Fehlausbruch. Und auf der anderen Seite haben wir oben, wenn Sie da mal schauen, im RSI eine negative Divergenz. Das deutet auf perspektivisch fallende Kurse hin, und möglicherweise sehen wir, wenn wir jetzt mal hier den positiven Fall sehen, dass wir also einen CPI haben, Verbraucherpreise haben, die den Märkten ganz gut schmeckt, also nicht schockt, und wir dann eine Rallye sehen, dann könnte die gehen vielleicht bis 3800 ein paar zerquetschte. Und dann hätten wir oben im RSI wahrscheinlich wieder die Ausbildung einer negativen Divergenz. Und wenn wir unten mal den VIX uns anschauen, dann sind wir da nach oben ausgebrochen aus dieser bullischen Wedge, könnten vielleicht nochmal einen Backtest dieses Ausbruchsniveaus machen, wäre relativ typisch, und dann wieder nach oben. Das heißt, wir könnten kurzfristig sinkende Vola sehen mit dann wieder steigender Vola, weil die einen Trendwechsel jetzt gemacht hat. All das spricht dafür aus meiner Sicht, dass dann eine Rallye eine Verkaufsgelegenheit wäre, wenn wir sie dann sehen. Und wenn wir insgesamt uns mal die Struktur des Marktes anschauen, sehen wir, dass wir jetzt in diesem Jahr allein schon 56 Tage haben, wo wir mindestens 2% gefallen sind, beziehungsweise mindestens 1% gefallen sind, gestern waren es ja 2%. Das ist so viel wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr, da waren es 55 Tage, 2008 waren es 75, aber selbst im Jahr 2000 waren es nur 54, 2001 waren es auch nur 54, das heißt, wir haben jetzt schon mehr, mindestens 1% Rückgänge im S&P 500 als im Dotcom-Crash, könnte man sagen.
Da allerdings 2002, ja, das heftige Jahr, mit den 72 Tagen, wo es gekracht hat. Und wenn wir mal jetzt die großen Tech-Werte uns anschauen im Vergleich zu der Finanzkrise, dann sind wir in manchen Punkten nicht so weit weg. Amazon sogar schwächer damals als in der Finanzkrise. Der Triple Q, also maßgeblich ein Nasdaq-ETF, 33% im Minus, damals 42% im Minus, damals Apple 57% im Minus, jetzt nur 23% im Minus. Das könnte ein Hinweis sein, zumal wir jetzt ja mega diese Schwäche der Mega-Cap-Stocks haben, also dieser Schwergewichte, die jetzt in Relation zum S&P 500 über eine langjährige, saubere, intakte Trendlinie gefallen sind. Das heißt, dieser Trend ist vorbei, dass die großen Tech-Werte, das sieht man hier mal grafisch dann abgebildet, wirklich den Markt treiben. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz abschließend zu Deutschland kommen, auch wieder in Sachen Inflation. Hier die Lage in der Chemieindustrie verschlechtert sich weiter, wie IFO jetzt meldet. Und wirklich in Sachen Inflation wichtig, die hohen Materialkosten können nicht mehr ohne weiteres auf die Verkaufspreise abgewälzt werden. Das heißt, sie können die Preise nicht mehr erhöhen, können die hohen Kosten nicht mehr weitergeben. Das ist sehr wichtig zum Verständnis dessen, was derzeit hier in Deutschland passiert. FTX-Krise. JP Morgan sagt, da stehen wir vor einer Kaskade an Margin Calls, nämlich die Kryptomärkte. Und das, wie gesagt, kann ja auch Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Wir haben die engen Korrelationen gesehen zu S&P und Nasdaq. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung für die Trumpistas, besonders nett. Donald Trump verliert die US-Zwischenwahlen. Ja, das ist kein wirklich guter Tag für Donald Trump und seine Ambitionen gewesen. DeSantis dürfte gestärkt aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen. Warum, lesen Sie in diesem Artikel, also zwei Artikelempfehlungen. Und dann nochmal der Hinweis auf das gestern stattgefundene Webinar Rezessionsrisiko in Deutschland zusammen mit Hermann Köckemann. Da haben wir, glaube ich, ein paar interessante Punkte, wie es weitergehen dürfte, so um und bei im nächsten halben Jahr. Ich denke, relativ konkret, den Link dazu werde ich Ihnen nochmal hier reinpacken. Schauen Sie das nochmal an, wenn Sie Zeit haben. Würde mich sehr, sehr freuen. Also drei Empfehlungen, zwei Artikel und diese Geschichte mit dem Webinar heute 14.30 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt. Inflationsdaten und Reaktion der Märkte, das wird das Highlight. Und heute Abend natürlich das Marktgeflüster. Ich sage Servus, ciao.